bin ich jetzt? Ey, was? Muss ich jetzt schon wieder zu dir laufen? Was war das denn? Achso. Auch nicht lange. Kennen wir ja schon, das Spielchen. Wir wurden unterbrochen von der Statue. Gerald, ich habe ein Problem. Ja, kennen wir, dass du ein Problem hast. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Mhm. Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Boah, das kann ich auch nicht sagen, ob das eine gute Idee ist. Aber wir können ja mitgehen, im Notfall töten wir alles, was rumläuft. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener, wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Na, wir haben auch eine Forelle, die hat einen Preis, du. Idee war das. Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen als ihre Diener. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Kennen wir ja schon. Eine lebenswichtige Angelegenheit. Lass mich doch mal vorbei, Alter. Ich helfe dir und du blockierst mich. Du blockierst voll mein Chakra. Zack. So. Da unten, okay. Na, ist ja nicht weit. Nimm dich vor den Wachen. Ja. Die sind schlimmer als Gaunen. Ja. Ist das schon wieder einer? Hallo. Fehler. Zack. Also jetzt. Da liegt er. Benimm dich. Nö. Sieh an. Noch ein Mutant. Ich benehme mich nie. Ich bin ein Hexer. Ich kann machen, was ich will. Was? Es gibt keinen verdammten Anstand in dieser Welt. Der hat sich angehört, als ob, ob der so eine Flurwache ist. Hier wird nicht rumgerannt. Hier wird kein Kaugummi kaut. Warum hast du Schwerter auf dem Rücken? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Das ist schön. Danke. So. Jede Menge blaue Jacken. Ja. Ich würde jetzt aber gerne erstmal kurz meditieren. Bis Sonnenaufgang. Das Sand. Alles aufgefüllt und Hexer. Wir sehen mal wieder alles. Schon das Wort klingt erhaben. Ja, ne? Erstmal Schmied. Soll ich dir was schaffen? Nein, brauchst du nicht, danke. Was hat. Gib es mir! Warte mal hier. Oh, der hat aber wenig Geld. Gut. Bis dann. Bis dann, oh. Manu. Erreicht's mit dem Leben.
Was war das? Blau und viele Schlüssel, ne? Das bist du hässlich. Damals haben mir die Ohren wehgetan. Ihr hört die Musik, ja. Aber ihr müsst sie auch fühlen. Das sind keine Lieder, ja, die heute Nacht so ein Ja. Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Hier lang, es ist nicht weit. Oder, ne? Ach, da. Wenn die Leute nachts auf Hexen wie bitte? Kommt Chris mit? Das ist ja. Hilf mir! Die Missgeburt fertig. Zu rennen! Okay. Hab den noch nie gesehen jetzt. Gehen wir! Alter. Was hat wollten denn die von dir? Weiß nicht. Ich hab sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris, der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Ja. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Schön. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuts. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbut fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Klingt nach einer Falle. Weiler, du darfst entscheiden. Gut oder schlecht? Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Naja. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Eine Fuchsmaske? Ist der blöde? Ich bin Wolf. Der hat den Medaillon nicht gesehen. Sieht dann ja aus wie ein Fuchs. Ja, wir können direkt dorthin los. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja?
Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Dass die Frauen immer wollen, dass wir uns umziehen. Was soll denn das? Als ob wir rumlaufen wie Lumpi, Alter. Woanders. Ey, der hat mich gerade angehustet, Alter. Was ist denn los mit ihm? So, haben wir nicht schon Masken hier irgendwo? Nee, haben wir nicht. Warum haben wir keine Masken? Was soll denn das? Tunika von Skellige. Ja, Skellige, wa? Nehmen wir Skellige mit hier. Das nehmen wir mit. Haben wir auch Skellige Schuhe? Ja, hier, Pantoffeln. Guck mal. Pantoffeln von Skellige. Und die Hosen von Skellige. Na, gehen wir als Skellige. Na, siehste. Tippitoppi. So, können wir die ganzen Steine hier mal drin packen? Jetzt sind wir auch schon mal ein bisschen leichter wieder. Gut. Ja, Horn können wir auch wegpacken. Brauchen wir jetzt nicht. Tränke sind in Ordnung. Was ist das eigentlich? Klangfigur. Ah, okay. Brauchen wir zum Abschließen einer Quest. Na gut. Warum nicht? So. Scheiße, müssen wir immer noch komische Maske kaufen hier. Ey, der verreckt ja immer noch. Da, was ist denn los mit ihm? Seht ihr, was ich sehe? Ich muss kotzen. Ah, nicht auf meine Schuhe. Kriegst du Ärger, Junge. Kommt genauso rein, wie rausgekommen ist. Davon kannst du aussehen. Okay, da ist noch einer müde. So. War der nicht der, der sich verkleidet hat hier? Hallo. Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Nö. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Hättest du wohl gern. Na, guck mal hier. Elegantes Hemd von Skellige. Ah ja, siehst du. Ja, Wolf nehmen wir auf jeden Fall. Fuchs nehmen wir mit. Ja gut, nehmen wir die anderen beiden auch noch. Mir egal. Vielleicht braucht da einer noch eine Maske. Dann können wir aushelfen. Bis dann. So, haben wir alle gekauft hier. Fuchs und Wolf. Weil wir gehen als Wolf. Wollte schon immer als Wolf gehen. So. Hast in Loch Moyin ja ein schönes Chaos angerichtet. Na immer. Wattgern. Anna. Nimm mich nochmal Wattgern und du bist tot, Alter. Der kann halt aber schon. Wenn sie die Haufen im Winter anzünden würden, könnten wir uns wenigstens dran wärmen. Um die kleinen satt zu kriegen. Er hat es sich bequem gemacht. Jetzt ein schönes Stück Käse. Das wert. So. Jetzt müssen wir uns erstmal umziehen. Ja. So. Das müssen wir anziehen. Das müssen wir anziehen. Und das da. Und. Ach, guck mal, ist doch hübsch. Sieht doch nicht fein aus, der Geralt. Wusste ich doch, wir hatten schon so eine Wolfsmaske. Und so eine hatten wir auch schon und haben wir alles schon gekauft.
Zack. Maske. Guck, Wolfs. Schick. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich hab noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Wie ein Skellige. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Ah, sehr geil. Ich muss das Spiel mal mit Maria spielen. Das kann sich da ruhig mal eine Scheibe abschneiden von den Dialogen. Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Nö. Mann. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Ich will die wieder haben. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Aber wie konnte er mit dieser dürren Metze? Na na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der Einzige. Na na. Aber hallo Vivian, nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Wo finde ich einen anderen Baronet? Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ja. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Gehen wir, Triss. Ich will keine Szene. Vivian! Hey! Du hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Komm zurück, du Feigling! Was für ein Trottel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Oh. Triss, ich war... Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Ich bin ein Kraken. Hurra! Oh, Mann, ist der aber blau. Ah, richtig cool. Was für ein Monster. Klassischer Jusen. Ich bin ein Kraken. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Oh, der ja, war gut. Du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Ja, lass mal. Mich ja euch anschließen. Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Okay, läuft bei ihm. Mach's gut. Der hat mir nicht gefallen. Warum wolltest du unbedingt mit ihm reden? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Hurra! Oh, Mann, ist der aber blau. Oh,
Sehen wir uns um. Fest. Meinst du noch niemand? Ist es für den Notfall, falls das erste... Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Okay, was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Was? Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Ach, guck mal. Cool. Wir können anfangen. Ich hätte gerne vorher gespeichert, aber das kriegen wir. Eiserreich Nilfgaard. Und wir haben richtig Kackblatt. Na toll. Strömen und Ring, mal gucken. Jawohl, der ist schon mal gut. Ja, dann nehmen wir den weg. Und finde. Nice. Das hat sich gelohnt. Zack. Mist. Okay. Guckt sie doch an. Spielt da hier gleich richtig los, ey. Dann können wir auch. Dachte ich mir, dass er eine Verbrennkarte hat. Sechzehn reicht nicht. Muss ich wohl die Nummer spielen. Mist! Aber ich glaube, dann müssten wir. Ah, Fähigkeiten Nilfgaard. Mann, Kacke. Okay, der ist krass. Okay, der Gegner passt, das ist schon mal gut. Wir haben noch eine Chance. Eine Chance haben wir noch. Das ist auch schon mal gut. Zack. Nice. Die waren doof. Aber gut. Und erstmal so. Okay. Mhm.
Mal gucken. Bam! Haben wir noch einen goldenen hier. So, was machst du jetzt? Okay. Zack. Nice, haben wir gewonnen, das Ding. Alter Falter, das war aber knappig im Höschen. Das war richtig knappig in der Buchse. Ui. Also, noch eine Runde. Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Ah, ich hab gerne gespeichert. Dein nächster Gegner, Graf Gomo Seeling. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätz ihn nicht. Verzweifelte können gefährlich sein. Ja, los. Wir können anfangen. Wir wollen die Karten. Belagerungsturm. Was haben wir denn gekriegt hier? Kriegen die ganze Zeit irgendwelche Sachen? Milva haben wir gekriegt. Das ist natürlich geil. Zwergenscharmützler haben wir einmal. Okay, nice. Okay, hier ist noch nichts so wirklich Gutes dabei. Den haben wir gekriegt, den haben wir gekriegt. Alle noch nicht so wirklich krass hier. Ups. Finte brauchen wir. Wie kann ich denn den Anführer wechseln? Warte mal, das war. Also. Ah, so. Ne, durch den Hebel. Ne, wir haben noch keine richtigen Anführer hier. Na gut, schade. Bräuchten mal Anführer. Okay, der Spitz. Oh ja, Tell. Eieieiei. Na, das ist ja gar nicht hier. Toll. Aber extrem dichter Nebel ist schon mal besser. Meine Fresse. Okay. Das ist natürlich Sheet. Oh, der dritte Sprung. Oh, das ist natürlich kacke. Jo. Das wird. Das wird kacke. Mal gucken. Ja, ist klar. Wir haben so eine Kackhand, ey. Ach, nicht da. Okay. Läuft bei ihm. Jetzt haben wir fast nur noch Verbrennungskarten hier. Das wird schwierig.
Karte, die wir jetzt ziehen, die muss wirklich gut sein. Okay. Nicht schlecht. Wäre besser gewesen, wenn er anfangen hätte müssen. War gut. Mal gucken. So, mal schauen. Kann er drüber? Fuck! Und jetzt? Runde endet unentschieden. Okay. Ja, neues Spiel, natürlich. Cool. Alter, da sind wir noch auf dem Unentschieden rausgekommen bei dem Ex. Hey, wir haben schon wieder so ein schlechtes Blatt. Was soll denn das? Eine Kälte. Mann, ey. Er wirft einfach Rittersporn weg, ist auch okay. Wir haben 18. Ist jetzt schwierig. Wir könnten die spielen und dann im nächsten Zug die wieder mit der wiederholen. Vielleicht locken wir ihm noch eine Karte raus. Ach, dass er die da alle da spielt, das ist natürlich Rotze. Na gut. Vielleicht was nichts anderes übrig, müssen wir so machen. Später bestimmt seine Verbrennkarte. Ne, doch nicht. Sehr gut. Oh. Nice. 20 Punkte weg. Ja, da muss er erstmal drüber. Selbst mit seiner Zwergenkacke hier. Okay, oh, gut. Da muss er jetzt erstmal. Da soll er jetzt erstmal drüber hier. Cool, Hammer. Ey. Wir haben zwar. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Ja, Herr Marius Florin. Sein Amulett aus Zeugeknochen lässt ihn angeblich immer gewinnen. Natürlich könnte ich das kommentieren, aber. Wir können anfangen. Wie viele kommen denn da, Alter? Oh, Monster. Eine Kälte ist gut gegen Monster. Okay, wir haben den schon mal. Das ist auch nicht schlecht. Okay, dichten Nebel brauchen wir gar nicht. Mal gucken. Sehr gut. Das ist doof. Okay, man finde. Damit war zu rechnen. Tatsächlich. Krabbe.
Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, er haut alles raus anscheinend, was er hat. Könnte ich ihm jetzt so wegnehmen? Was ist der Plan, wenn er gutes Wetter hat? Was machen wir dann? Der hat ja 2, 4, 6, 8, 9 gerade. Ich glaube, ich mache den hier. Und ich hoffe, dass er passt. Okay, strömender Regen, das ist in Ordnung. Dann können wir jetzt hier nämlich gutes Wetter machen. Zack. Okay. Der Gegner passt. Sehr schön. So. Dann heißt, das heißt, das sollte reichen, wenn ich jetzt klirrende Kälte spiele. Jo. Tippi. Toppi! Galoppi! Ah, fuck. Schade. Na gut. Ja, was war denn das? Sehr gut. Ich hatte jetzt gehofft, dass er die spielt. Und dann kann man die jetzt nicht zu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hau raus, du kannst es mir Wurst. Erstmal meine Hand hier. Okay, krasser Typ. Hup. Sehr gut. So, jetzt hat er noch eine Karte. Wir könnten ihn wahrscheinlich sogar in der Runde noch schlagen, aber geben wir ihm den Punkt. Dann hauen wir ihm jetzt die 6 Karten hier um die Ohren und dann... was soll er jetzt machen? Meine goldene sollte tatsächlich schon reichen. Ja, guck. Zack, hat er nur noch die eine da. Guck. Tippitoppi. Ja, ja, komm. Zack! Haben wir den auch? Bravo! Die liebliche Dame bringt dir eindeutig Glück! Rittersporn haben wir! Geil! Gregor, hast du Derkov gesehen? Vor ein paar Augenblicken? Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. General Voorhees? Geralt von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Wie immer ein Vergnügen. Das ist... Eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Natürlich, mein Herr. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkov suchen. Euch einen schönen Abend. Okay. So, bevor wir jetzt hier weiter rumrennen. Erstmal speichern. Weil, wir haben Rittersporn gekriegt, Leute. Geil! Rittersporn! Glaub mir, ich werde ihn rauswerfen.
Schon wieder eine Nacht mit dieser Hure. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Weil er geholfen hat, den Zauberer zu fangen. Den, den er bei der Tempelwache angezeigt hat. Atmen. Schwer, hier Arbeit zu finden, weißt du? Mit dem ewigen Feuer. Genau in die Eier. Wacker, wacker, mein Bester. Ich bin ja nicht irgendein seniler alter Greis. Ich bin ein Graf. Also, die Bäder sind in Sinterstadt. Ich kann dir einen Besuch nie empfehlen. Ich hab ihm heimgeleuchtet. Oh ja. Und ihm eins gegeben. Genau. Nice. Dein Ruf eilt dir voraus. Wacker, wacker, mein Bester. Ich bin ja nicht irgendein seniler alter Greis. Ah, ich bin ein siehst Graf. Du den in dem engen Wams, also, der gerade mit der rothaarigen Schleppe angekommen ist? Hallihallo. Du meinst ja, Wegelbut wäre eine Langweilerin, aber immerhin hat sie einen Nacktänzer engagiert. Aber warum kreuzt er mit einer Frau auf? Okay. Vielleicht gibt sie ihm die Requisiten. Läuft bei denen? Ich werde ihn rauswerfen. Schon wieder sie eine in dieser Maske. Man hat ihn schon länger nicht mehr in der Stadt gesehen. Angeblich hat er sich an Aufhalten gemacht. Ist schließlich zu Yuel gegangen. Dachte wohl, er bekäme eine zweite Chance. Geil! Ich bin nicht in Stimmung. Ihre Mutter sagt, das Mädchen nicht, hätte einen außergewöhnlichen Sinn für Humor. Wenn du mich fragst, ist sie einfach übergeschnappt. Ich bin nicht in Stimmung. Das geht immer so. Cool. Kannst du es wagen? Wie viel essen? Dann sagte ich, vielleicht solltest du die Maske lieber nicht. Hallo. Entschuldigt mich kurz. Ich kam mal von der anderen Seite. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Ah, ich bin gleich zurück, Leute. Aber können wir irgendwo allein sprechen? Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust... Wie keinem sonst. Nice. Alle tippitoppi. Sound haben wir noch. Alle chic. Kann weitergehen. Ah. Holen wir Albert. Wo ist er? Na. Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange. Das geht schnell. Läuft bei denen. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Lass uns Albert suchen. Ja, ist ja gut. Schreib mir nie an. Eine Panzer. Ach, du Lungen, sind die einzigen, die noch wissen, wie man elegante Empfänge. Jürgen, warum hast du eine Maske auf? Andere sagen, dass es in Kriegszeiten nicht angebracht ist. Albert Wegelbut. Sehe ich vielleicht wie ein Hanswurst von Muttersöhnchen aus? Hm. Ach, bei den Göttern. Und wieder du, riebischer Raumtreiber? Ich werde ihn rauswerfen. Zeiten des Kriegs und der Not sind unerlässlich. Reinigt und regeneriert sich. Schon wieder zu spät. Also ich wäre beim Essen. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Schwer hier aber zu finden, weißt du, mit dem ewigen Feuer. Man sieht hier in eine Panthermaske. Ich bin ja nicht irgendein seniler alter Geist. Dann ruf halt ich bin ein Graf. Ja, Schätzchen. Albert Wegelbut. Für dich, Süße, auch Adolf Valentino. Adolf! Adolf! Hallo! Wacka, wacka, mein Bester! Wacka, wacka, ey, ey! Und dann
ein kolossaler Knall. Oh, glaub mir, ich werde ihn rauswerfen. Schon nicht. Wieder eine Nacht mit dieser. Ja? Albert Wegelboot? Nein. Ich bin ein schwarzer Panther. Oh, aber Graf. Deine Mutter schickt uns. Okay. Dein Ausflug nach Novigrad. Wir sollten darüber reden. Oh, ihr seid also... Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön, aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Mhm. Hoffentlich hat Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Einen hübschen Platz auf der Bank. Offenbar gibt es in der Passiflora diese Kraken! Hurra! Oh Mann, ist der aber blau. Essen! Essen, Essen, gib mir Essen, gib mir alles Essen, was ihr habt. Wollen wir uns nicht kurz setzen? Ja, von mir aus. Hm. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war. Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen... Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Wow, wie schnell die Stimme gleich runtergegangen ist. Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausläuft. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Sie haben sonst niemanden. Nein. Okay, Chat darf abstimmen. Wie sehen wir Triss? Charismatisch, charmant oder... Ja, die hatten sonst niemanden. Wäre jemand anderes da gewesen, dann hätten sie den genommen. Na, was wollt ihr sehen? Ihr dürft diesmal entscheiden. Also kurze Information. Eigentlich sind wir ja in Yennefer verliebt. Ne? Wir sind jetzt aber in The Witcher 3. Also vom Plot her ist es jetzt so, dass Geralt sein Gedächtnis verloren hatte auf einer Mission. Und Triss hat das ausgenutzt gehabt. Also er hatte auch Yennefer vergessen, dass er sie liebt. Und Triss hat das ausgenutzt gehabt und ihn quasi verführt. Und dann waren sie auch eine kurze Zeit lang zusammen, was Yennefer nicht so geil fand. Und ja,
als Geralt sein Gedächtnis wieder hatte, war er richtig sauer auf sie. Mittlerweile haben wir uns wieder vertragen, aber ja. Ansonsten ist Triss halt komplett in Geralt verliebt. Also sie mag ihn auf jeden Fall. Die hilft uns dann und wann sie kann, quasi. Ja. Quasi, das ist so die Beziehung zwischen den beiden. Also würde Yennefer nicht geben, würde auf jeden Fall mit Triss jede Nacht vögeln. So, also was wollt ihr sehen? 1, 2 oder 3? 10 Sekunden habt ihr noch. Du bist eine charismatische Anführerin. Ganz einfach. Meinst du wirklich? Und ob. Bald nennt man dich die eiserne Marigold. Eine Augenklappe würde dir auch gut stehen. Ein Augenblick lang dachte ich, du meinst es ernst. Natürlich meine ich es ernst. Schau mich an. Ich bin nicht rot geworden. Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Beak, Brogga. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein! Ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Los, Geralt! Triss, Geralt, warte. Kommst du? Die ist ja strunzend blau, Alter. Geralt, kommst du? Ja, wir gehen gleich zurück. Aber noch hat niemand bemerkt, dass wir weg sind. Okay, krass. Vorsicht. Ja komm, küssen wir sie halt. Yennefer ist ja auch nicht mal treu. Komm, den Abend hat sie verdient. Marigold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Im Gegensatz zu dir bin ich doch ein Anfänger, Digga. Ich glaube nicht. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort.
Albert, du wolltest mir dein Labor zeigen. Albert, da bist du ja, mein Lieber. Hier bist du. Also, wegen dieser Privatvorstellung. Mhm. Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich... Da wollen welche aufs Maul. Albert Wegelboot. Geh bitte beiseite, Fräulein. Bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst ätzt's was. Ich glaube kaum. Oh, komm her. Auf ihn, alle zusammen. Zähne sollst du spucken. Verdammt. Na los! Na, komm schon. Schlag ihn von links! Bäm, Junge! Hehehe. Hammer. Cool. Nicht einen Schlag haben wir kassiert. Nicht einen Schlag, dieser Idee. Das Üben mit den Skelligern. Hat echt geholfen. Hermann. Box-Champion, Junge. Schwergewichtsweltmeister. Man nennt mich auch Mohammed von Schach Ali. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Es ist alles in Ordnung. Ihr solltet allerdings jemanden in den Garten schicken, der aufräumt, bevor da ein Gast vorbeikommt. Ich soll Personal in den Garten schicken? Ja. Ich kümmere mich darum. Und ihr, beeilt euch. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist... mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Wunderbar. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Jetzt ist es endlich möglich, sogar wahrscheinlich, dass wir alle Magier aus Novigrad rauskriegen. Du weißt, wo du mich findest, wenn du dich verabschieden willst. Verabschieden? Was am Brunnen passiert ist... Wir hätten nicht. Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. Ja, krass. Sag ich ja, ist eine komplizierte Beziehung zwischen den beiden. Eigentlich wollen sie miteinander, aber dürfen nicht und können nicht und die können einfach nicht nur vögeln. Das ist es halt. So, gut. Haben wir das jetzt abgeschlossen? Ja, ne? Hoffe doch. Die meistgesuchte Frau Redan. Ach, hier ist die andere Zauberin. Auge um Auge ist... Und hol dir die Belohnung der Undead-König. Okay, oh, gut, machen wir das. Ehre unter Dieben. Kennen wir. Nice, Stufe 22. Nee, offene Beziehung, nee. Nee, nee. Also, wir sind ja, eigentlich sind wir ja mit Yennefer angebandelt. Die führt eine offene Beziehung. Die vögelt tatsächlich mit jedem. Aber... die ist ultra angepisst, wenn Geralt das macht. Bei meiner Ehre. Weniger wert als Menschen scheißen. Wohin willst du, Vagabund?
Passierschein zeigen. Was für ein Passierschein? Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Passierschein A 38 habe ich. Mir mühsam erkämpft. In Gallien, aber ansonsten. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Was für ein Bro. Grüße von Sigi Reuven. Na! Ah, ja, schön. Cool, danke. Ja, nice. Vielen Dank. Ja, wir haben Kontakte. So ist das halt, wenn man die Unterweltbosse alle kennt. Bei den Titten einer Mittags. Was ist denn mit ihm los? So, Alter. Nein! Zieh dein Schwert! Zieh dein Schwert! Reißt euch zusammen, Jungs! Wo bin ich denn da jetzt denn? Jo. Auf jeden Fall. Vor allem auch die flachen Witze, ja. Es wird einfach nie langweilig. Aufmachen. Mal auf da. Danke. So. Bettlerkönig. Hallo. Ja, reden. Danke. Ja. Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Danke.